Oh, da sind sie. Und da sind Knollenfrüchte. Morowald ist hier. Na dann, stirb, elende Kreatur des Bösen, dessen Namen ich kaum aussprechen kann. Moroval. Oder Morophal. Moroval. Tja, dann stirb, würde ich mal sagen. Und dann gehen wir weiter und töten das nächste. Die nächste Moroval. Oder was meint ihr? Faszinierend. Das Lebewesen scheint aus Flügeln zu bestehen. Und es verschwindet einfach vor unseren Augen. Naja. So, ich habe zu viel Star Trek geguckt. Ach, naja. Oh, Knollenfrüchte. Ist bestimmt lecker, aber ich möchte jetzt nicht essen. Keine Ahnung, was das für Früchte sind. So. Dann stirb, du elender Moroval. So. Dein Tod wird durch meinen Fall geschehen. Ja. Ich töte dich. Bei uns in Russland ist alles viel besser. Ja. Wir haben keine Fledermausfrauen. Faszinierend. Ihre Arme scheinen Flügel zu sein und gleichzeitig normale Arme. Diese Kreatur wäre bestimmt sehr gut für den Kampf geeignet. Sie könnte ein Schwert führen und doch fliegen. Tja. Wenn sie nicht des Bösen verfallen wäre, wäre das bestimmt nicht schlecht. So. Vielleicht sollten wir verhandeln und sie überzeugen, fürs Gute zu dienen. Andererseits, das wird wohl nicht viel bringen. Tja, na dann hilft wohl nichts als töten. Oh scheiße, da kommt ja noch eine Hilfe. So, zwei auf einmal ist vielleicht nicht allzu gesund. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber zwei auf einmal... Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht im Bett so zwei Frauen auf einmal. Aber hier jetzt... was rede ich da schon wieder? So... Also diese Folge nicht vor 23 Uhr gucken. So, das ist ja auch, ach, der Jugendschutz, da habe ich ja auch keine Worte mehr für. Ja, muss ich ja, letztens ist mir Dead Space 3 zum Beispiel, wollte ich ja runterladen, ne? Und dann stand da, dieses Spiel kann nur zwischen 23 und 6 Uhr heruntergeladen werden. Ja, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Habe ich mir da echt gedacht, also das ist doch... Hallo, ich bin 18 Jahre alt. Ich darf das Spiel nur zwischen 23 und 6 Uhr runterladen. Was ist das für eine bekloppte Regelung? Wer denkt sich diesen Scheiß aus? Ja. Also, ehrlich gesagt, unsere Kanzlerin hat tatsächlich recht. Das Internet ist für uns in gewissem Sinne wirklich Neuland. Ich meine, wenn man sich mal die Rechtsprechung anguckt... Ich meine, ernsthaft, im Fernsehen verstehe ich es ja noch. Da kannst du durchsetzen, dass du deine Filme nur, dass die Filme ab 18 Uhr, ab 23 Uhr ausgestrahlt werden, ist ja okay, mein Gott. Ja, ist ja zwar ein bisschen blöd, aber immerhin. Aber im Internet hast du sowas halt nicht und da... Tja, da gibt's halt zum Beispiel nicht... Ja, da müsste mal irgendwer sich drum kümmern, dass es mal eine bessere Jugendschutzregelung gibt. Oder zumindest irgendwas, womit man sich sein Alter richtig verifizieren kann. Ich glaube, da gibt es ja schon Sachen. Aber die werden halt noch nicht richtig umgesetzt. Weißt du, da sollten sie vielleicht mal eine Richtlinie rausgeben oder sowas. Irgendwas halt. Oder eine Empfehlung, dass man wirklich diesen... Ich glaube, mit einem neuen Personalausweis kannst du das zum Beispiel machen. Jetzt diese Altersverifikation. Ja. Ist zwar ein bisschen umständlich teilweise. Und naja, aber immerhin noch besser als... Als jetzt dein Spiel morgens um 8 zu kaufen und dann aber warten zu müssen bis 23 Uhr, ja, fast den ganzen Tag warten zu müssen, um das Spiel überhaupt herunterladen zu können. Wenigstens kann man es dann den ganzen Tag spielen, aber trotzdem. Man muss erst bis 23 Uhr warten, beziehungsweise halt zwischen 23 und 6 Uhr das herunterladen, weil es ab 18 ist. Ja, es ist doch so sinnvoll, ey. Weißt du, und dann lässt du, da bleibst du als
13-Jähriger einfach mal bis 23 Uhr auf und fertig ist. So, habe ich den Knollenfrüchte? Hallo, ich möchte die gerne aufsammeln. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wieso kann ich die nicht aufsammeln? Hä? Jetzt. Komisch. Sehr seltsam. Tja, ich verstehe es nicht. Warum konnte ich die nicht anklicken? Ich habe keine Ahnung. So, noch mehr Moroval. Na gut, dann werde ich hier mal ein bisschen Moroval töten veranstalten. Das fröhlich Töten von Morovalen, ist das nicht toll? Yeah! Also die werden wirklich... Warum tragen sie eigentlich... Und was greifen die? Die greifen mit ihren Flügeln an, ne? Aber warum haben die keine Waffen? Irgendwie Schwerter oder sowas? Ich meine, die haben doch Hände. Die doch an. Die haben Finger, die könnten doch Schwerter tragen. Es wäre doch viel effektiver. Vielleicht sind sie noch nicht so weit entwickelt. Und können das noch nicht. Ja, komisch. Na gut, Knollenfrüchte. Die kann ich doch mal gebrauchen. Ich kann das... Das kann ich nicht richtig aussprechen. Das KN. Aus irgendeinem Grund. Knollenfrüchte. Ist aber auch. Hast du da eigentlich überhaupt. Ich weiß gar nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Nase ein bisschen verstopft ist. Knollenfrüchte. Nee. Ach, keine Ahnung. Klingt bestimmt total scheiße. Knollen. Nee. Ach, ich gib's auch. So. Kommen wir zum Linguisten, zum Sprachtraining. Hier, ich kann nicht Knollenfrüchte aussprechen. So war's aber auch. So, weißt du, die Zungenbrecher kriege ich hin, aber so ein Wort wie Knollenfrüchte, das geht natürlich nicht. Ihr müsst das Ziel an... Mann, ansehen. So. Ja, jetzt haben wir das. Jetzt fehlt noch ein Moroval und dann können wir mal wieder hier verschwinden, verduften können wir jetzt hier. So, weil das ist vielleicht keine so allzu schlechte Idee. Hier ist ein bisschen viel los für meinen Geschmack. Ja. Ich meine, guck dir das doch mal an. Hier alles voll mit Gegnern. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier will ich nicht bleiben. Moroval. Also Jugendschutz im Internet auf jeden Fall. Also da ist wirklich noch Handlungsbedarf, finde ich. Irgendwie. Ich meine, es gibt zwar Gesetze, aber das mit den 23 und 6 Uhr... Zwischen 23 und 6 Uhr ist ja auch irgendwie sinnlos. Was mich ja genauso aufregt, sind diese ganzen Hinweise vor... Ja, auch mit dem Jugendschutz zusammenhängt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es da auch wieder ein Gesetz gibt, dass das vorschreibt, dass vor jeder... Dass wenn du eine Blu-ray oder DVD... Weiß ich nicht. Bei DVDs habe ich ewig... Ich habe ewig keine DVDs mehr geguckt. Bei Blu-rays ist es auf jeden Fall so. Wenn du die einlegst und auf Deutsch klickst erstmal im Sprachmenü, kommt dann erstmal ein Text. Mal abgesehen von diesen ganzen Hinweisen, von wegen urheberrechtlich geschützt und... was kommt noch? Achso, die Meinungen und Aussagen sind nicht der Kommentatoren oder so, sind nicht zwangsläufig Meinung von hier Name der Firma einfügen. Das kommt dann auch immer gerne mal. Und dann kommt halt noch irgendwie dieses jedes Mal, aber wirklich jedes Mal. Das ist echt total nervig. Das kostet jedes Mal wertvolle Lebenszeit, nur um diesen blöden Hinweis zu sehen, den eigentlich kein Mensch braucht. Dass die Jugendschutz, die Jugendschutz, ja, Dings, diese, ach, sag. Ja, die Jugendschutz-Dinger, die da vergeben werden, die Altersempfehlungen sind keine Empfehlungen, sondern sind irgendwie gesetzlich bindend oder so steht das. Die FSK-Kennzeichnung werden von der, nee, sind im Auftrag der Jugend... Nee, Medienkommission vergebene Kennzeichen. Ich habe den Text vergessen. Der kommt so oft, jetzt habe ich ihn schon vergessen. Nee, aber der kommt wirklich vor jeder Blu-ray irgendwie in letzter Zeit. Also ist mir zumindest bei Star Trek aufgefallen, vor jeder Blu-ray, die du einlegst, und das sind pro Staffel schon mal 7, kriegst du diesen blöden Hinweis. Und dann guckst du mal eine Blu-ray mehrmals, musst du den nochmal zweimal angucken und was weiß ich. Ich brauch den nicht, ich bin sowieso 18 und wenn du Mutter bist oder so von einem Kind, dann ist brauchst du den auch nicht, weil dann darfst du es eigentlich auch selber entscheiden, auch darüber. Du darfst dir als Mutter darfst du auch deinem 13-jährigen Call of Duty kaufen, auch wenn es ab 18 ist. Ja.
Aber den Hinweis auf der Blu-ray kriegst du trotzdem. Musst du jedes Mal sehen. Den kannst du nicht überspringen oder so. Die musst du wirklich jedes Mal ansehen. Genauso wie die anderen beiden Hinweise, die total nervig sind, einfach nach einer Zeit. So, da haben wir 6 von 10. Da haben... Ja, das sind ja die. Wie viel haben wir hier? Haben wir schon alle, scheinbar. Ja, okay, dann fehlen uns hier noch die Klingenschnabelverwüster, Nanu. So, da. Nein, lauf doch nicht weg. Hey, bleib hier. Ich kann nicht während des Laufens, kann ich natürlich nicht schießen. Ist doch irgendwie logisch, weil ich bin noch ein ganz, ganz schlechter Jäger. Ich kann sowas nicht. Ich hab da auch keine Worte mehr für. So, da ist er tot. Dann würden wir mal sagen, wir haben ja noch mehr, die wir hier töten können. Was haben wir denn da noch überhaupt? Ach ja, das muss ich noch abgeben. Warte mal. Uno momento, por favore. Mich würde mal interessieren. Ach, das ist auch für kleine Gefährdengruppe. Ist ja interessant. Das schaffst du doch locker alleine. Das ist mir ein Rätsel. Wieso ist das für kleine Gefährtengruppe gedacht? Steht da zumindest. Kleine Gefährtenaufgabe. Also nur für Hobbits. Komisch. Naja. Nee, weiß ich nicht. Also ist mir ein Rätsel. Wenn es mir irgendjemand erklären kann, warum das so gefleckt ist oder warum das da steht, dass es für Gefährten gedacht ist, also für 3 Leute oder 2 Leute oder so, jedenfalls nicht für jemanden alleine, dann kann er es mir ja gerne sagen, weil das schafft man doch alleine. Habt ihr ja gesehen. Überlass die Joskin ihrer Trauer. Was? Ach, egal. Es sind grausame Kreaturen, diese Fledermausfrauen. Es ist gut, dass du deren Anzahl vermindert hast. Meine Wunde heilt schnell. Ich werde schon bald zurückkehren und die Suri-Läme warnen. Okay, jetzt beenden. Wirst du dir anhören, was ist das? Ach, deren Anführer soll ich wahrscheinlich töten. Du bist unserem Volke wirklich wohlgesonnen. Doch vielleicht verlange ich mit meiner nächsten Bitte zu viel. Direkt beim Nest der Meereweil. Hä, heißen die nicht Moroweil? Hieß noch gerade noch Moroweil. Warte, halt. Moroweil. Hier heißt eine Moroweil und hier ist eine Meereweil. Wahrscheinlich ist das die Mehrzahl. Interessant. Vielleicht ist das gar kein Übersetzungsfehler, sondern es ist die Mehrzahl. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Vor allem auch bei den Gauradan und Gauredain. Und ich habe mich immer gewundert, warum die verschieden heißen. Aber es könnte tatsächlich die Mehrzahl sein, auch wenn das total sinnlos ist, aber okay. Beim Nest der Meereweil, befindet sich eine Höhle. Und in dieser Höhle haust ihre Anführerin. Eine blutrünstige Kreatur, die von den Orks Morcherin genannt wird. Molchterin? Nee. Klingt so ähnlich, na egal. Die Meereweilen, Weil, sind grausam und verschlagen. Schlimmer noch als die Orks und die bösen Menschen von Khandum. Sie werden weiter Jagd auf uns machen, wenn wir sie nicht bekämpfen. Ich bitte dich, gehe in diese Höhle und töte Morchewin. Morcherin. Ich kann gar nicht so lange sprechen, so. Wenn sie fällt, werden ihre Diener vielleicht Ramdua verlassen und dorthin zurückkehren, wo Angmar sie ausgespuckt hat. Diese bösen Geschöpfe haben viele der Suri-Lemer getötet. Ich glaube, du solltest Freunde mitnehmen, wenn du dorthin aufbrichst. Gut, ist das denn jetzt hier für kleine Gefährtengruppe? Ich probiere das einfach mal. Komm, weste, was soll schon schief gehen? Au. Da zum Beispiel, da bin ich einfach mal runtergekracht, so. Das ist natürlich auch sehr gesund, kann ich mir vorstellen, ne? Kennt ihr bestimmt. So einfach mal vom Berg runterspringen ist immer das Gesündeste, was man tun kann. Ich muss mal gucken. Moment, wo ist denn das? Da oben ist das. Die Frage ist jetzt, kann ich da durchgehen und bringt mich das dorthin? Nein, das bringt mich dort nicht hin. Ich muss vermutlich diesen Weg hier nehmen. Oh, ich bin gleich viel schneller hier. Ich würde jetzt gerne einfach durch. Ich hoffe, das kann ich. Ohne angegriffen zu werden. Halt. Hier muss ich hin. So, Moment.
Okay, an dem komme ich nicht. An der hier komme ich nicht vorbei, scheinbar. Nee. Okay. Gut, dann werde ich hier mal ganz kurz mich in den Kampf stürzen und die Morowal besiegen. Interessant, ist das ein Mehrzahl? Die Meereweil? Muss ich mal, ich muss mir mal die alten Folgen angucken, wie es bei den Gauredain und Gauradan war. Die waren ja auch verschieden benannt. Ich bin nie drauf gekommen, dass das die Mehrzahl sein könnte. Seid ihr da drauf gekommen? Als ihr die Folgen gesehen habt, das muss so im 130er... Nee, 130er Bereich? Nee, später, glaube ich. Nee, nee, das war später. Das war deutlich später. Oh, was ist das? Ach, das ist die Höhle. Hier sind... die sind jetzt nicht allzu bedrohlich. Sind zwar viele, aber... Bin ich denn hier richtig? Das ist die Frage. Und wie groß ist diese Höhle? Ich vermute, dass ich richtig bin. Ich werde mal diese Flugkreischer hier töten. Oh, was hängt denn da an der Decke? Morowal. Nee, doch, tatsächlich. Flugkreischer. Stirb, du elendes Vieh. Und hier. Ein präziser Schuss und du bist tot. So, na siehste. Ha, bin ich ein richtiger Jäger oder bin ich ein richtiger Jäger? Na? Ach, die tun mir ja gar nichts. Warum töte ich die dann? Bestimmt rufen die, die zur Hilfe. Ich bin mir unsicher. Ne, zur Hilfe, nicht zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe rufen heißt das doch. Wie spät ist denn jetzt? Ah. Schon so spät, siehst du? Schon wieder? Was ist denn schon zwei Folgen um heute schon wieder? Unfassbar. Wie schnell die Zeit vergeht. So. Und die ganze Zeit nur durchlabern ist natürlich auch sehr gesund für die Stimme. Aber ich habe da ja schon Übung drin, langsam mit der Zeit so. Ne, also das ist schon ganz schön, ja, anstrengend auf Dauer. Ich weiß nicht, ob ihr so lange reden könnt. Vielleicht sollte ich mich mal im Callcenter bewerben. Und dann die Leute immer so ganz, ganz komisch ansprechen oder so. Hallöchen. Nee. Ach, keine Ahnung, wie soll ich die denn ansprechen? Sie sind verbunden mit dem Support von... ich hab den Namen vergessen. Womit kann ich Ihnen dienen? Na, da würde ich aber gleich auflegen, wenn mich so begrüßt. Na gut, außer wenn ich beim Telefonsex anrufe. Aber das ist ein anderes Thema. So, gut, ja, so viel dazu. Dann werden wir doch hier mal die Morowal töten. Die Fledermausfrau. Wenn man das F wegnimmt, kommt auch irgendwie was Perverses raus. Aber naja, so, ja, so viel dazu. Was haben wir heute wieder für Themen? Das ist ja unfassbar. Habe ich auch noch nicht erlebt. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sagt das nicht euren Eltern, dass ihr sowas guckt. Oh, 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 oh. Wissen eure Eltern eigentlich, dass ihr Let's Plays guckt? Wenn ja, was sagen sie eigentlich dazu? Dass ihr euch den Scheiß anhört, den ich hier laber. Ich meine natürlich die tollen Sachen, die ich hier erzähle. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich sehe nur Morowal, die von der Decke herunterhängen, wie Fledermäuse, irgendwie. Naja, so. Und anscheinend führt mich das Ganze hier durch einen Tunnel. Und der Tunnel führt mich irgendwo hin. Ich vermute, dass hier irgendwo die Anführerin der Morowal sich befindet und darauf wartet, von mir getötet zu werden. Nein, die wartet natürlich nicht darauf, die wartet darauf, mich zu töten. Nee, warte, man kann sich ja... Die kann ja gar nicht darauf warten, die weiß ja gar nichts von mir. Ach, scheiße. Na, sowas. Auf jeden Fall wird sie gleich sterben, die Anführerin. Da hoffe ich zumindest drauf. Ich hoffe, die ist nicht Elite, weil das könnte nämlich recht knapp werden. Schauen wir mal. So. Erstmal hier, Nanu. Was ist denn jetzt los? Boah, hat sie mich doch betäubt, die Sau. Na, sowas. So, ich bin mal sehr gespannt, ob ich das schaffe. Hier gibt es ja auch 336 EP, ist natürlich nicht allzu viel. Wir brauchen nämlich noch... Gott, ich sehe das hier gar nicht. 105.000? Nee. Doch. 105.000. Ja. So. Ich brauche eine neue Brille, ich sehe so unscharf. Ist ja unfassbar. Tatsächlich. Ja. So. Oder meine Augen werden... Oh, Moment, müde. Ach, scheiße, jetzt kommen zwei auf einmal. Ach, du Heilige. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ich hoffe, die respawnen nicht, wenn ich jetzt hier weglaufe. Ich will nicht weglaufen. Nee, komm. Ich werde hier mal töten.
töten, töten, töten. Wieso sehe ich denn so unscharf? Meine Augen werden müde, das ist, glaube ich, der Grund. So. So, ich... Oder ich muss noch zum Augenarzt gehen, das kann auch sein.